Ja, meine Freunde, ein Schlaganfall ist keine Erkrankung, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Das hat auch der liebe Commander Krieger in Erfahrung bringen müssen, der jetzt ein neues Video hochgeladen hat, dass er sich selbst aus dem Krankenhaus entlassen hat, 11 Tage nach meinem Schlaganfall. Für all diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Commander Krieger, großer YouTuber und Streamer, hat vor 7 Tagen ein Video hochgeladen, wo er, im Livestream einen Schlaganfall hatte, daraufhin quasi mit seinem Arzt besprochen hat, dass sich was an seinem Leben ändern muss, er muss sich gesünder ernähren, er muss vor allen Dingen mal etwas anderes trinken als zuckerhaltige Cola, ja. Von daher sehr, sehr spannendes Thema. Guckt euch auch gerne das erste Video an von Commander Krieger, falls ihr es nicht gesehen habt. Wir gehen jetzt rein in das Video. Bevor wir das allerdings machen, gucken wir uns noch einmal kurz den dazugehörigen Tweet von ihm an. Er hat nämlich am 6. Oktober, also vorgestern, gepostet, dass er gestern, also am 5. Oktober, im Krankenhaus war. Er hat denen da nochmal alles geschildert. Blutdruck, Blutcheck, EKG, Sauerstoff und CT wurde gemacht. Keine Auffälligkeiten. Sie wollten mich auf der Stroke Unit, also Schlaganfallstation, einweisen. Da ich aber keine akuten Symptome hatte und am Montag einen Termin beim Neurologen habe, habe ich mich selbst entlassen. Das heißt, nach dem ersten Schlaganfall hat er wohl irgendwie noch Symptome gemerkt. Quelle, Bruder, Dankeschön, machen wir sofort. Und ist dann nochmal ins Krankenhaus und eigentlich wollten sie ihn da behalten. Und ich als Krankenpfleger bin ehrlicherweise kein Fan davon, wenn du dich auf eigene Verantwortung entlässt, weil es ist immer ein bisschen schwierig, ja. Stell dir vor, du kippst zu Hause um und dann passiert was und vielleicht stirbst du sogar. Das ist sehr, sehr uncool, auch wenn ich verstehen kann, dass man nicht im Krankenhaus bleiben möchte, ist auch okay. Ja, aber an seiner Stelle, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich da lieber mal eine Nacht auf der Stroke Unit geblieben. Aber er wird es uns erklären, woran es gelegen hat, ja, woran hat es gelegen. Da werden wir jetzt drauf eingehen, während ich hier die Quelle nochmal kurz aktualisiere, bevor man mir die Eier abreißt. Abfahrt, gut. Würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Go, go. Hallo, herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, ich hatte einen Schlaganfall und das Ganze ist jetzt 11 Tage her. Und was hat sich seitdem ergeben, beziehungsweise was ist seitdem passiert? Darüber soll es heute in dem Video gehen. Ganz kurz, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, hier oben findet ihr irgendwo die Verlinkung zum vorherigen Video. Und ich möchte mich an der Stelle erstmal für über 300.000 Aufrufe, für ultimativ fassbare, geile Kommentare bedanken. Ich wünsche allen Leuten, die ähnliche Probleme haben, dass ihr es schafft, dass ihr vielleicht diese Klingel gehört habt, die mich auch wachgerüttelt hat und dass ihr euer Leben ändern könnt, dass ihr es schafft. Die Leute, die mir von ihren Problemen geschildert haben, ich wünsche euch... Also, ich weiß nicht, ob er es nochmal erklärt, aber er hatte im Livestream übelste Sprachaussetzer, ja. Der hat sich mehrfach übelst verhaspelt. Der ist danach ins Bett gegangen, weil er dachte, naja gut, vielleicht bin ich einfach müde oder sonst was. Und er hat halt einen Schlaganfall und er hätte halt for real einfach sterben können in dem Moment, ja. Er ist ins Bett gegangen, wenn er einen großen Schlaganfall gehabt hätte, wäre er vermutlich gestorben. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was für eine Tragweite das eigentlich hatte. Und ich finde es unfassbar mutig, dass er diese Szenen auch veröffentlicht hat, ne? Deshalb ganz wichtig, guckt euch gerne sein erstes Video an. Da hat er die Szenen nochmal selber auch eingebaut, wie es beim Twitch-Livestream war, dass er da wirklich Wortfindungsstörungen hatte, dass er wirklich auch enorme Probleme hatte, Sätze zu bilden. Ebenfalls gute Genesungen und Genesungswünsche an dieser Stelle gehen an alle raus. Und an die Leute, die mir eine gute Genesung gewünscht haben, vielen lieben herzlichen Dank. Auf Instagram haben mich auch einige Leute erreicht und ich möchte heute direkt so ein paar Sachen aufklären, was ist seitdem passiert, was wurde gemacht und wie ging es dann weiter. Erstmal möchte ich ganz kurz mit einem Thema anfangen und zwar... Ich habe es sehr oft gelesen, das, was ich hatte, war ein Schlaganfall. Ich habe einen MRT gemacht und im MRT wurde festgestellt, dass ich einen subakuten posterolateralen lakunären Thalamusinfarkt habe. Gesundheit, ja, das sind Areale im Gehirn. Also je nachdem, wo der Schlaganfall, also wo die Blutzufuhr quasi unterbunden wird, unterteilt man das Gehirn dann in verschiedene Areale. Für euch oder für uns ist es einfach wichtig, ein Schlaganfall, ja, wo genau der letztendlich war, ist erstmal nicht relevant. Was aber relevant ist, ist die Größe des Schlaganfalls, ja, dass er einen Schlaganfall in einem Hirnareal hatte, was relativ im Verhältnis zu den anderen Hirnarealen klein ist, dass der Schlaganfall ein kleiner war, dass man auch hier von einer transischämischen Attacke sprechen könnte, also einer
kurzen Durchblutungsstörung, also eine Durchblutungsstörung, die nicht dauerhaft ist, sondern nur über eine Periode. Das war quasi sein Glück, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist ein wirklich kleiner Schlaganfall. Danke. Es gab auch Leute, die reingeschrieben haben, eine TIA. Eine TIA ist ein transitorischer ischämische Attacke. Und das ist eine Durchblutungsstörung des Gehirns, welche neurologische Ausfallerscheinungen hervorruft. Und jetzt kommt der große Unterschied, die sich innerhalb von einer Stunde vollständig zurückbilden. Als hätte ich es gelernt, oder Chat? Als hätte ich es irgendwann in meinem Leben mal gelernt. Das bei mir wurde nicht vollständig zurückgebildet und deswegen ist es keine TIA. Okay. Ich bin davon ausgegangen, dass es sich komplett zurückgebildet hat. Dann hat er doch einen Schlaganfall gehabt tatsächlich. Ach, krass. Okay, heftig. Das finde ich krass. Dann ist es doch ein bisschen schlimmer, als ich vermutet habe. Oh Mann, ich sag's euch immer wieder, der Mann hatte wirklich Glück. Alter Schwede, der Mann hatte wirklich Glück, dass er da jetzt noch sitzen kann. Ganz wichtiger Punkt. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, was die Symptome betraf, was viele geschrieben haben, und zwar eine Migräne mit Aura. Dazu kommen wir gleich nochmal. So, ihr habt ja mitbekommen, dass ich beim Hausarzt war. Dass unfassbar wichtiges Thema, auch für die gesundheitliche Bildung, finde ich. Und das Video hat gerade mal 11.000 Aufrufe. Ziemlich wenig. Ich finde es sehr, sehr interessant gerade. Der mich untersucht hat, etc. Es haben auch viele Leute gefragt, warum habe ich keinen Notarzt gerufen? Wieso nicht? So, ganz einfach in der Situation, ihr müsst euch das vorstellen, es waren ja keine richtigen Wortfindungsstörungen, sondern mein Gehirn hat etwas gelesen und wollte das, was es gelesen hatte, einfach aussprechen. Also ich wusste, ne, Schreibmaschine als Tastatur. Und ich wollte einfach das Wort Tastatur aussprechen. Und anstelle von Tastatur konnte ich das nicht aussprechen. Er hatte aber auch schon ganz krasse Wortfindungsstörungen. Ne? Da muss ich direkt mal revidieren, weil klar, er konnte es nicht aussprechen, ja, aber er wollte danach auch noch mehrfach irgendwas sagen und er hat nicht die Worte gefunden. Meiner Meinung nach hatte er schon heftigste Wortfindungsstörungen, Freunde. Ich habe aber gemerkt, dass ich das nicht aussprechen konnte, obwohl ich es sagen wollte. Und das ist eine ganz komische Verbindung zwischen Gehirn und Sprachsystem oder keine Ahnung, wie es gewesen ist. Und das hat mir ein bisschen Angst gemacht, gebe ich offen und ehrlich zu. Und dann ging es halt weiter, den ganzen Stream über. Ich hatte halt dieses Augenflimmern vor den Augen. Und ich habe dann diese Übung gemacht, hier A, B, C, D, E, die komplett Schwachsinn ist, wie ich jetzt im Nachhinein herausgefunden habe. Aber ich habe keine Lähmung gehabt. Also ich konnte grinsen, ich konnte pfeifen, ich konnte das alles machen. Und dadurch, dass ich keine Lähmungserscheinung hatte oder den Punkt, ich kann den Arm nicht heben oder so, oder auch keine Schmerzen hatte, hatte ich es nicht als Schlaganfall irgendwie definiert, deklariert etc. Es wäre natürlich das Beste gewesen, wenn ich einfach die 112 angerufen hätte, zack, fertig, wäre das Thema erledigt gewesen oder ein bisschen einfacher gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht, war auf jeden Fall ein Fehler. So, Freunde, wir müssen einmal, genau, es war auf jeden Fall ein Fehler, aber da ich hier mit euch einmal auch die Symptome besprechen möchte, weil ich es wichtig finde, gucken wir uns einmal das BE-FAST-Schema an. Ja, wir überfliegen das jetzt nur, ich möchte nur, dass ihr es einmal gehört habt, dass es sowas gibt, weil wenn ihr bei euch oder wenn ihr bei einem Menschen, der euch lieb ist, einen Schlaganfall vermutet, dann könnt ihr da auf jeden Fall auch was erkennen. Ja, das ist ein Schema, nach dem man agiert, wenn man neurologische Ausfallsymptome hat und da kann man relativ schnell einschätzen, könnte es sich um einen Schlaganfall handeln, ja oder nein. Es ist vielleicht ein bisschen plump, das jetzt so zu erklären, aber ich finde es an der Stelle wichtig für jeden, der das schaut. Und auch wenn nur einer von euch dieses Wissen mitnimmt und einem Menschen dadurch das Leben rettet, ist diese Zeit, die wir hier investieren, auf jeden Fall eine sehr sinnvoll investierte Zeit. Es gibt ein Thema, das hieß früher einfach nur FAST-Schema. Man hat das inzwischen auch ein bisschen erweitert auf das BE-FAST-Schema. Da kontrolliert man folgende Punkte, also Balance, Eis, Augen, ne, Gesicht, Arme, Sprache und Zeit. Sehr, sehr wichtig. T für Time, also Zeit. Bei der Balance, also beim Gleichgewicht, guckt man einfach, hat der Patient Schwindel, gibt es Gangstörungen, hat man Gleichgewichtsstörungen, kann man mit der Koordination auch nicht so recht, dann ist das schon ein Hinweis auf ein neurologisches Geschehen. Augen,
Ganz klar, der übelste Klassiker, Doppelbilder, Unschärfe oder viele berichten auch von einer Art Tunnelblick. Ne? Commander Krieger, ne, der hat ja gerade berichtet, dass er keinen Tunnelblick hatte, sondern dass er eher so ein Flimmern vor den Augen hatte. Auch das ist eine Symptomatik, die viele Patienten dann beschreiben. Es muss dann nicht immer zwangsläufig der Tunnelblick sein, sondern kann halt auch sich mal anders auswirken. Jetzt habe ich die Seite verloren. Bruder, wo ist denn die Seite jetzt hin? Ich wollte euch doch gerade ein bisschen Medizinbildung zukommen lassen. So, da. Face, also Gesicht, ne, eine Faszialparese, das heißt, der Nervus facialis ist ein Gesichtsnerv und wenn da was getriggert wird, kann es sein, dass man ein hängendes Augenlid hat, dass man hängenden Mundwinkel hat. Kann sein, muss aber nicht. Ja, wenn ihr das nicht habt, heißt es nicht automatisch, dass ihr keinen Schlaganfall habt. Wenn ihr natürlich schon eine Halbseitenlähmung, also eine Hemiparese habt, dann ist es schon sehr, sehr weit, wie ich finde. Man sollte dann auch gucken, ist es mit den Armen okay? Kann man die Arme unabhängig voneinander heben und senken? Gibt es da einen Kraftverlust? Ne? Man kann ein bisschen auch gegen den Druck zum Beispiel versuchen, gegenzupressen. Wenn das nicht so gut klappt, ist es auch ein Zeichen dafür, dass da neurologisch irgendwas nicht okay ist. Was ganz eindrücklich war, auch bei Commander Krieger, ist der folgende Punkt, und zwar S wie Speech, also Sprache, dass er Wortfindungsstörungen hatte, dass er Schwierigkeiten hatte, gewisse Worte auszusprechen, dass er anstatt, weiß ich nicht, was wollte er sagen, anstatt Auge hat er Haare oder so ähnlich gesagt, er hat die falschen Worte benutzt und er konnte wirklich teilweise keine normalen Sätze mehr bilden. Das ist auch schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. T ist halt relativ wichtig, weil Zeit ist Gehirn. Je mehr Zeit vergeht, indem du unbehandelt diesen ischämischen Status bestehen lässt, also einen Status, der nicht ausreichende Durchblutung bestehen lässt, desto mehr Gehirngewebe wird zerstört. Ist beim Herzinfarkt übrigens genau das Gleiche. Ne? Wenn du einen Herzinfarkt nicht behandelst, wird das Gewebe, was hinter dem Verschluss ist, wird absterben. Und man versucht natürlich schnellstmöglich den Verschluss zu beheben, damit das Gewebe weiter durchblutet wird und man so halt eben möglichst wenig Schaden davonträgt. So, ich hoffe, das war nicht ganz so uninteressant und falls ihr jemanden seht, denkt an das Be-Fast-Schema und im Zweifel immer Notruf, ja, immer Notruf. So, Dienstag war das Thema, ich war beim Hausarzt, habe Blut abgenommen bekommen, hatte ein Langzeit-EKG bekommen und bin nach Hause geschickt worden. Das war ja dann, wo ich das Video gedreht habe. Da hatte ich ja das Langzeit-EKG hatte ich nicht an, das war Montag, genau, Montag war das. So, auf jeden Fall, die Woche ging dann so ein bisschen vorbei, wir sind am Freitag sind wir spazieren gegangen, Freitagmorgen sind wir losgegangen zum Kardiologen. Kardiologe ist bei mir direkt um die Ecke, wir sind hingegangen, ich bin untersucht worden und alles ist bestens mit meinem Herz top, alle möglichen Arterien sind frei. Alles ist super, alles ist Taco, rund ums Herz, kein Loch, gar nichts, alles tippitappo, alles zipp und zapp. Das Herz war also nicht der ausschlaggebende Punkt für den Schlaganfall oder überhaupt gar keinen, hatte mit dem Schlaganfall nichts zu tun, hat auch keine... Ja, aber das muss man auf jeden Fall abklären lassen, weil man muss, wenn man einen Schlaganfall zum Beispiel hatte, man muss es schon gesamtorganisch sehen, weil vieles kommt auch vom Herzen. Wenn das Herz nicht ausreichend pumpt und du da irgendwie Probleme hast, dann ist der Blutfluss beeinflusst und wenn der Blutfluss beeinflusst ist, dann ist auch so ein bisschen die Gerinnung beeinflusst und wenn die Gerinnung beeinflusst ist, dann neigst du dazu eher Thrombosen zu entwickeln oder halt Embolien, Schlaganfälle. Ne? Man muss den Körper immer im Gesamtbild sehen und gucken, wenn man einen Schlaganfall hatte, dass auch mit anderen Organen alles okay ist. Schäden bekommen oder ähnliches. Alles Taco, alles in Ordnung. Ich sollte dann, das war auch ein Punkt, viele Leute haben mir geschrieben, hey Krieger, fang doch jetzt mit Kraftsport an, ne? Kraftsport wird dir richtig gut tun und so. Ich habe diese Frage dann abgeklärt. Kraftsport wäre das Schlimmste, was ich momentan tun könnte. Einfach aus dem Grunde, wenn ich jetzt mit Kraftsport anfangen würde, würde ich halt dadurch, dass ich dann ans Gewicht Maximum gehe, was ich drücken könnte, würde mein Blutdruck nach oben schießen und das ist das, was man jetzt gerade absolut verhindern möchte. Man möchte erstmal den Körper erstmal quasi wie so ein Grundreset runterschieben. Das heißt, man möchte das erstmal runterfahren. Später in einem Jahr oder in zwei kann man über alles reden, aber jetzt gerade nada niente wäre tödlich. So.
Ja, direkt, also direkt nach dem Schlaganfall anfangen ist auch quatschig. Er muss erstmal medikamentös eingestellt werden. Vermutlich wird er sein Leben lang irgendwelche Blutgerinnungsmedikamente nehmen müssen. Und wenn das sich einmal eingespielt hat, dann kann man überlegen, leicht Cardio anfangen. Ich meine, der Mann ist stark übergewichtig, das hat er ja selber gesagt. Da muss man erstmal Ernährung umstellen, sich gesund ernähren, ein bisschen ein paar Kilo verlieren, ganz leicht draußen spazieren gehen, sofort mit Kraftsport und so weiter. Ey, eins nach dem anderen. Ne? Lieber langsam und stetig abnehmen, anstatt man das am Anfang übertreibt. Und er sagt es ja schon ganz richtig, wenn er jetzt seinen Blutdruck in die Höhe treibt, dann ist vorbei. Dann ist wirklich vorbei. Wir sind auf jeden Fall spazieren gegangen, haben einen etwas größeren Spaziergang gemacht. Genau. Und ich habe an dem Morgen sehr schlecht gefrühstückt und auch nur einen Schluck Wasser getrunken mit den Tabletten und habe auf einmal so ein Augenflimmern bekommen. Oh. Was ich auch schon mal kannte. Also die Leute, die ne, das irgendwie mitgekriegt haben, wissen jetzt, ey, Augenflimmern, da war da was. So, und ich konnte mich aber noch vernünftig artikulieren, habe alle möglichen Übungen auch bestanden und habe dann meiner Freundin gesagt, hey, hol mir bitte einfach mal drüben irgendwie ein bisschen Wasser. Sie ist dann rübergegangen, da war ein DM, habe mir eine Flasche Wasser geholt. Ich habe die ganze Zeit, während ich alleine dann da saß, habe ich dann alles Mögliche vorgelesen, was ich gesehen habe. Oh, guck mal, Malermeisterei, Benecker, und habe alles Mögliche für mich vorgelesen. Laut Er ist aber schon ein bisschen risikoreich unterwegs, muss ich sagen, ne? Also als Krankenpfleger finde ich die Art und Weise, wie man da umgeht, nicht optimal. Klar, was trinken, also, ja, ich weiß nicht, einen Patienten alleine zu lassen, wenn er vermeintlich einen nächsten Schlaganfall hat, hätte auch sein können, dass er irgendwie kollabiert, mit dem Kopf auf die Pflastersteine aufschlägt, ne? Das sind so die Gedanken, die mir kommen. Ich hätte auch da die 112 gerufen, gerade wenn er vor einigen Tagen einen Schlaganfall hatte und dann wieder Augenflimmern hatte. Schwierig. Vorgelesen, um zu gucken, ob ich wieder diese Wortfindungsstörungen bekomme. Die habe ich nicht bekommen. Meine Freundin kam an, ich habe ein bisschen Wasser getrunken und es ging mir direkt wesentlich besser. Wir sind dann nach Hause gegangen, es war auch alles wieder in Ordnung. So, und dann war so der Gedanke, sollen wir jetzt ins Krankenhaus? Sollen wir nicht ins Krankenhaus? Ist ja eigentlich alles wieder gut. War schon so ein bisschen beängstigend, aber was heißt, nee, beängstigend war es nicht. War so ein bisschen komisch. So. Am Samstag hatte ich dann wieder das Gleiche. Ich hatte wieder dieses Augenflimmern und da haben wir gesagt, ey, weißt du was? Arsch lecken 350, wir gehen ins Krankenhaus. So, wir sind sofort dann ins Krankenhaus rübergegangen, die ganzen Befunde, den ganzen Sabrali mitgenommen und ich möchte euch einfach mal schildern, wie das da ablief. Und das ging drunter und drüber, sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ganz normal im Krankenhaus, sage ich euch. Wir kamen an, ich habe gesagt, hey, ne, liebe Freunde, ich hatte vorherige Woche Donnerstag, ne, ist ja jetzt mittlerweile schon 11 Tage her, hatte ich einen Schlaganfall, der ist über ein MRT diagnostiziert worden. Wir haben den Befund hier auch mit. Und ich hatte heute und gestern auch schon so ein Augenflimmern wieder, was ich auch bei dem Schlaganfall hatte. Und das fühlt sich ganz komisch an. Ich möchte mich einfach mal durchchecken lassen. Alles klar, cool. So, ich bin dann direkt hier ab in die 2. Dann kam auch direkt eine Schwester und ich glaube, es war eine Azubine. Die packte mir dann eine Machete um den Arm. Dann kam der Arzt auch schon rein. Dann auf einmal puff, sprang die Machete ab. Und der Oh ja, dann ist aber die Manschette. Also gut, Freunde, ich kann euch sagen, so hoch kann der Blutdruck gar nicht sein. Also wenn die Manschette abgesprungen ist, dann hat die Azubine, wie er das sagt, wenn es eine Auszubildende war, dann hat sie das nicht richtig dran gemacht. Das ist mir auch schon tausendmal passiert. Ja, shame on me, aber dann war das einfach nicht richtig dran gemacht. Ich habe noch nie einen Blutdruck gesehen, wo die Manschette abgesprungen ist. Das kann man mir nicht erzählen, wirklich. Also ja, war wahrscheinlich ein bisschen zu klein die Manschette, müssen Sie eine größere nehmen. Oder so. Zu klein kann auch sein, ja. Das kleine Mädel auf jeden Fall komplett überfordert irgendwie. Dann hier Rest in Peace an die Pflege-Azubine, irgendwie Sauerstoff an Finger, dann hier nochmal die Manschette, die sprang auch wieder ab. Der Arzt dann irgendwelche Tests gemacht, also diese Tests mit Finger auf die Nase, folgen Sie dem Finger, die Zunge nach links und rechts gucken, hoch, runter gucken. Dann so mit den Händen so machen, so machen, die Hände rumdrehen, alles Mögliche, dann gegendrücken, also alle möglichen Übungen gemacht, die man bei einem akuten Schlaganfall machen sollte. Nachdem diese Übungen gemacht worden sind, kehrte ein klein bisschen Ruhe ein. Das Mädel war aber immer noch nervös. Die hat Das ist Worst Case, ne? Ich kann euch sagen, dann muss man die Auszubildende rausschicken.
Weil ich kann natürlich verstehen, wenn eine Auszubildende das erste Mal eine Notaufnahme ist, dann ist man ein bisschen aufgeregt, aber man sollte versuchen, das dem Patienten nicht zu zeigen. Weil der Patient ist ja derjenige, der eh schon aufgeregt ist. Ne? Commander Krieger kommt da rein, der denkt, scheiße, noch ein Schlaganfall, ich werde sterben vielleicht, I don't know, was mit mir passiert. Und wenn du dann noch eine Auszubildende hast, die super nervös ist, Alter, ich würde sterben vor Nervosität. Wenn ich ins Krankenhaus gehe und ich merke, das Personal da ist irgendwie auch nervös, Bruder, das ist Worst Case. Das kannst du nicht machen und dann muss eigentlich irgendeine Erfahrung, ein erfahrener Pfleger, eine erfahrene Pflegekraft hingehen oder der Arzt muss sagen, pass auf, komm, liebe Azubine, warte lieber mal draußen, wir besprechen das gleich und beim nächsten Mal machst du das besser. Ne? Kein Hate an die Auszubildende, die war vielleicht einfach nur ein bisschen aufgeregt, ist ja auch okay, aber dann ist sie definitiv die falsche Ansprechpartnerin in dem Moment. Hat dann versucht, irgendwie ein EKG an mich ranzufloppen. Das Gerät stand 2 Meter zu weit weg, die Kabel waren auf kompletter Spannung, sie packt das Kabel und jedes Mal flog das Ding ab. Wo ich gesagt habe, so komm, zieh das Ding doch mal ran. Meine Freundin guckte auch schon so ein bisschen. Unangenehm. Auf jeden Fall war es ein sehr unruhiges und sehr nervöses Verhalten, was mir auch sehr viel Unruhe gebracht hat. Sag ich doch, das kannst du vergessen. Wirklich, du musst mit einer gewissen Souveränität auftreten. Und selbst wenn du weißt, ja, ich habe auch schon ganz viele Patienten gehabt, da wusste ich schon, ach du Scheiße, der ist mehr tot als lebendig. Aber selbst dann musst du da hingehen und zumindest auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen. Ne? Immer schön beruhigen, ne, Herr Commander Krieger, ne, wir prüfen jetzt, das wird alles. Ne, hier, wir sind Fachmenschen, wir sind Fachpersonal, wir gucken Blutdruck und so weiter. Ganz ruhig erklären, was man da macht, bisschen Ruhe ausstrahlen, weil Hektik auf der Arbeit, ja. Selbst während einer Reanimation, ich habe Kollegen nie verstanden, die während einer Reanimation rumgeschrien haben, in Hektik verfallen sind, wo ich so dachte, Alter, mach doch ganz in Ruhe, wir können ja nicht mehr als arbeiten. Ja? Deshalb einfach die Ruhe bewahren und vor allen Dingen den Patienten dann nicht mit in deine hysterische Art und Weise reinziehen. Und ich saß dann da, oder ich lag dann da auf der Trage, das T-Shirt hoch und irgendwie ja so, was ist jetzt hier? Und dann sprühte die, dann wollte die hier auf meine Seite, wollte die raufsprühen und sprühte nach oben, wo ich mir so dachte, hei, ne, ist okay, ist eine Azubine, aber so ein bisschen mitdenken, okay, alles klar, hat irgendwann alles funktioniert, da haben sie mir einen Zugang gelegt, haben Blut abgenommen und dann hieß es so, wir machen jetzt noch ein CT, sie kriegen Kontrastmittel gespritzt, wir schicken sie mal weg, ich bin gleich weg, sagte der Arzt zu mir, meine Kollegin wird übernehmen, weil ich habe jetzt Feierabend, ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute und machen Sie gut. Wir zum CT, super lieb, super nett, die Dame mir erklärt, ne, wenn ich Ihnen nachher das Kontrastmittel spritze, das fühlt sich sehr unangenehm an, hat mir dann alles erklärt, dann hing ich da drin, dann war das Ding am Vibrieren da und dann sagt sie, Herr Krieger, ich spritze jetzt das Kontrastmittel und auf einmal denke ich, ich hätte mir komplett in die Hose eingestuhlt, weil sich das ganz, 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 ganz komisch angefühlt hat und das schoss einfach wie so ein warmer Tee durch den gesamten Körper. Also ein ganz komisches Gefühl und so ein bleiender, metallischer Geschmack auf der Ja, der Klassiker. Wer von euch hatte das schon mal? Ein Kontrastmittel-CT oder Kontrastmittel-MRT? Boah, Bruder, das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Du hast ja wirklich den Eindruck, du hast Löffel gefressen, ja, weil du wirklich so metallisch dein Maul, das ich finde es wirklich ekelhaft. Zunge. Allerdings nur für so circa 5 Sekunden. Ganz komisch und danach alles wieder normal. Also bei Kalium, wenn man Kalium gespritzt bekommt, hat man auch so einen ganz komischen Geschmack im Mund. Witzig, aber auch komisch. Gut, dann ging es wieder zurück auf die Trage. Einfach witzig. Ja, witzig finde ich es nicht, aber okay. Wenn Commander Krieger das lustig findet, never mind. Die beiden Jungs haben mich da wieder zurück ins Zimmer gefahren. Alles klar, bums. Dann musste ich ein bisschen warten und dann kam die Ärztin rein. Und dann begann eigentlich, ich habe gedacht, ich hätte das Stressigste hinter mir. Dann ging es eigentlich richtig los. Die Assistenzärztin kam rein und fing direkt an zu brabbeln. So, also wir haben jetzt hier die Blutbefunde, die sind alle wunderbar. Dann haben wir das CT, im CT ist nichts Auffälliges feststellbar. So, und wir würden das jetzt so machen, wir würden sie jetzt hier mit auf die Stroke Unit einweisen. Dort werden sie dann überwacht, dort wird der Blutdruck die ganze Zeit gecheckt. Und wie sieht's aus? Hallo? Ja, ich fühl's. Ganz normal Krankenhaus. Wäre mal interessant zu wissen, welche Klinik das war. So, nochmal, ne? So, was ist jetzt Phase? Blutwerte?
ja, Blutwerte ist alles in Ordnung, blablabla, und ratterte wieder das Ding runter in einer Geschwindigkeit, wo ich gesagt habe, okay, so, also, warum soll ich mit auf dieses Stroke-Unit? Das war einfach so meine Frage. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, wie schwer es ist, beim Neurologen, beim Kardiologen oder einen MRT-Termin zu bekommen? Ne, bei uns, Sie haben die Möglichkeit, wir werden das alles komplett machen. Wir werden dann Montag werden wir mit den ganzen Sachen anfangen. Wir waren Samstag, waren wir im Krankenhaus. Wir werden am Montag, wenn wir die ganzen Tests machen, wir werden Echokardiographie werden wir machen mit so einem Schluckecho. Wir werden das machen. Diesmal, das können wir alles hier im Haus machen, bis Sie da irgendwo Termine haben. Das werden Sie, Monate werden Sie das erst hinkriegen. Ich so, MRT-Termin hatte ich schon. Dort wurde der Schlaganfall ja diagnostiziert. Aha, haben Sie denn auch einen Befund dabei? Hm? Ich so, ja, haben wir dabei. Hier, können Sie gucken. Haben wir auch schon vorne eingereicht. Mhm. Lassen Sie mal sehen. So, dann war die da fertig. Ich so, Kardiologen hatte ich auch schon. Ich habe kein Loch im Herzen. Alles ist einwandfrei. Nichts ist verstopft. Ist es unangenehm, ne? Und ihr müsst euch vorstellen, man ist ja in einer Situation, wo man sich einfach Sorgen macht. Sorgen um sein eigenes Leben. Und dann ist das alles, was du im Krankenhaus erlebst, einfach nur Slapstick. Und glaubt mir, ich habe ja im Rahmen der Zeitarbeit gearbeitet. Ne? Ich kenne hier im Ruhrgebiet, und wenn er in Meerbusch geboren ist, vielleicht war ich auch schon mal in der Klinik, wo er war. Ich kenne hier fast alle Kliniken im Umfeld. Ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass das einfach nur von A bis Z eine volle Katastrophe in den Krankenhäusern ist. Unfassbar. Ich habe gerade wegen dir bei Holy bestellt, hoffe es lohnt sich. Ja, ich hoffe, dass du mit dem Code Kevin5 bestellt hast, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Kuss geht raus, vielen, vielen Dank für den Support. Alles ist sauber, alles ist rein, alles ist super. Herz funktioniert einmal frei. Das wollen wir dann mal sehen, so nach dem Motto klang das dann. Ja, Sie sind gesund, ja, das wollen wir aber mal sehen, wenn wir mit Ihnen fertig sind, mein Freund. Und da habe ich gesagt, einen Neurologen habe ich am Montag den Termin. Und ich verstehe jetzt nicht diese Notwendigkeit. Herr Krieger, Sie hatten einen Schlaganfall. So, da müssen wir handeln. Da sind jetzt die wichtigste Phase ist jetzt, wir müssen handeln. Sie müssen komplett beobachtet werden und das können wir gewährleisten. Dann kriegen Sie halt ein Dauerblutdruckgerät, wird dann gemessen und. Ich so, ja, aber ich habe doch schon Medikamente. Ja, müssen Sie jetzt entscheiden, wollen Sie hier bleiben oder nicht? Das ist auch so eine doofe Aussage. Müssen Sie jetzt entscheiden? Ja, natürlich muss man das entscheiden letztendlich. Man ist ja ein mündiger, erwachsener Mensch. Aber ey, mein Gott, man muss doch auch richtig beraten werden. Man muss das mit Ruhe erklären, was passiert. Und wenn man schon als Patient den Eindruck hat, dass die Ärztin dir gegenüber absolut gar nichts auf die Kette kriegt, dann hätte ich auch, naja, ich sag mal, eine leichte Sorge. Und das ist ein Problem vieler Krankenhäuser. Er sagt ja, er war samstags in der Klinik, ja, dass man meistens so Untersuchungen an einem Sonntag nicht macht. Außer man kommt natürlich, keine Ahnung, im Rettungsdienst, Notfall, Tabula Rasa, am besten mit dem Helikopter oder was. Dann macht man natürlich ein CT, klar. Aber in Krankenhäusern am Wochenende ist meist auch nur geringer Betrieb. Und da sind die ganzen Oberärzte, die ganzen Chefärzte und so weiter, die haben alle schön Wochenende oder Hintergrunddienst. Und an vorderster Front stehen die ganzen armen Assistenzärzte, die da auch überfordert sind, muss man ganz klar sagen. Also er erzählt das natürlich aus seiner Sicht auch nachvollziehbar, dass das eine Katastrophe war. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für die Assistenzärztin auch alles eine Katastrophe war. Wahrscheinlich den ganzen Tag 180.000 Patienten, vielleicht auch ein bisschen gestresst und so weiter. Ne? Ich will das Verhalten nicht entschuldigen, weil das, was da passiert, ist pur Slapstick, aber ich habe selber lange Jahre in der Klinik gearbeitet, ich kann es zu 1.000.000% nachempfinden gerade. Und das war so uneinfühlsam, so unfreundlich, ja. So weiß ich nicht, dass ich gesagt habe, Entschuldigung, aber ich fühle mich gerade ein bisschen überrumpelt, ich möchte gerne mal mit meiner Lebensgefährtin mal kurz unter vier Augen sprechen. Ja gut, alles klar, ich komme dann gleich wieder. Pfup, rannte die raus und beim Rausbrüllen meinte die, ja, hoffe ich, habe ich dann gleich auch mal Feierabend irgendwie oder irgendeinen dummen Spruch, sagte die zu mir oder sagte die zu uns, wo wir uns so angeguckt haben und gesagt haben, aber heute einer ein bisschen mies gelaunt. So, dann habe ich mit meiner Lebensgefährtin... Ja, ekelhaft, das kann man auch nicht verteidigen. Wenn sie wirklich sowas in die Richtung gesagt hat, sofort Beschwerde am besten bei dem Oberarzt oder Chefarzt oder bei einer ärztlichen Vereinigung, das geht gar nicht. Es geht da um Menschenleben, Freunde. Ne? Und wenn man dann so blöd angemacht wird, also sorry, ich habe auch nicht jeden Tag zu entscheiden, was mache ich jetzt mit meinem vermeintlichen Schlaganfall. Ne? Also es geht gar nicht. Gefährtin gesprochen und wir haben gesagt, okay. Tordek, dankeschön für deinen Subkuss. Okay, was sollte ich jetzt noch machen? Und da haben wir ganz klar, wir haben von meinem Hausarzt eine Checkliste bekommen, was gemacht werden muss.
So, da stand dann drin, Kardiologe, sprich diese Schluck-Echo, diese Echokardiografie sollte gemacht werden, es sollten die Adern überprüft werden, die Gefäße sollten überprüft werden, beim Neurologen sollten die Schlagadern überprüft werden, die Ströme sollten überprüft werden, Langzeit-EKG sollte gemacht haben, Blutwerte sollten gecheckt werden, was sollte noch gemacht werden? MRT sollte gemacht werden, CT sollte gemacht werden, das hatten wir auch schon. Blutdruckmittel sollten gegeben werden, es sollte Blutverdünner genommen werden und die Cholesterinwerte sollten angepasst werden. Ja. So, und dann haben wir halt gesprochen, ich so, jetzt setze ich mich hier hin, bin dann da oben auf der Station, da sind dann wahrscheinlich noch zwei, drei andere Leute, die vielleicht ein bisschen älter sind, vielleicht auch noch schnarchen, da komme ich nicht zur Ruhe, ich schlafe eh momentan unruhig. Ich sehe gerade nicht die Notwendigkeit, warum ich hier sein sollte. So, da hat meine Lebensgefährtin, wir haben dann das. Ah, ist eine super schwierige Entscheidung. Ich finde, es gäbe schon eine Notwendigkeit, da zu bleiben. Ich glaube auch, er wäre da geblieben, hätte man ihn einfach professioneller behandelt. Jetzt stellt euch vor, er entlässt sich selbst und zu Hause irgendwann in der Nacht ist es dann anstatt eine TIA, ist es dann doch wieder ein zweiter fulminanter Schlaganfall. Wisst ihr, was ich meine? Da kann man in der Klinik einfach viel schneller agieren, wenn er von zu Hause dann erstmal bis zur Klinik muss. Ne? Ach, Bruder. Ich finde, da ist auf jeden Fall eine Notwendigkeit gegeben, wenn er Sichtfeldprobleme hatte, wie er sie gerade geschildert hat. Aber ich kann ihn, wie gesagt, auch verstehen, wenn man ihn da so scheiße behandelt, dass man da nicht unbedingt bleiben möchte. Das Glück, dass meine Lebensgefährtin als operationstechnische Assistentin sehr viel und sehr weit rumgekommen ist und zu sehr vielen Oberärzten, Chefärzten, auch aus verschiedenen Bereichen, Neurologie, Kardiologie und, Kontakte hat. Und letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, dass ich mich selber entlasse. Das heißt, man muss Kurs für den Prime Sub unterschreiben, dass man das Krankenhaus verlassen möchte. Das habe ich dann letztendlich gemacht, weil ich einfach diese Notwendigkeit nicht gesehen habe. Über das Augenflimmern wird gar nicht mehr gesprochen, worauf wir gleich zurückkommen. Und auf jeden Fall haben wir das dann der Ärztin gesagt, dass ich mich selber entlassen möchte. Ja, nee, das ist aber nicht zu raten. Und ne, sie hat einen Schlaganfall, Herr Krieger, da muss man handeln und da muss man kontrollieren und pipapo. Und übrigens, sie haben ja auch eh ein Fahrverbot. So. Ich habe ein Fahrverbot. Ja, hier können Sie mal unterschreiben. Ne? Sie haben jetzt ab heute 30 Tage Fahrverbot, weil Sie einen Schlaganfall hatten. Ich unterschreibe hier gar nichts. Also sorry, tut mir leid. Aber Sie überrumpeln mich von A bis Z. Und jetzt sagen Sie mir, ich soll hier ein 30-tägiges Fahrverbot irgendwie unterschreiben. Ab heute. Ich habe heute keinen Schlaganfall gehabt. Und wenn, dann wäre es letzte Woche Donnerstag. Ja, aber Sie haben ja... Ist auch geil, ne? Also ja, ich kenne das auch, dass man den Patienten dann untersagt, Auto zu fahren. Das kriegst du schon hin, aber er hat ja in dem Moment auch keine Diagnose bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Er hatte mal vor ein paar Tagen einen Schlaganfall und die ganzen Überprüfungen, die ganzen Tests, die sie da gemacht haben, die sind ja zu keinem Ergebnis gekommen. Und die meinten ja, komm, ne, MRT oder was, das machen wir dann Montag. Man hat ja faktisch keine Grundlage. Und dann einfach zu sagen, ey Bro, du kriegst jetzt ein Fahrverbot und alles Gute. Das hätte ich aber auch nicht unterschrieben, bin ich euch ganz ehrlich. Selena, Dankeschön für den Prime-Sub, jetzt schon den zweiten Monat. Prime is not a crime. Vielen lieben Dank für den ganzen Support. Gar keinen Beleg dafür. Ich so, doch, das MRT haben Sie ja eben gelesen. Zeigen Sie nochmal. Haben wir es Ihnen nochmal gezeigt. Da hat sie da irgendwelche Sachen durchgestrichen, geändert, jetzt unterschreiben Sie das. Ich so, ich unterschreibe hier nichts, außer meine Entlassung vielleicht. Außer die Entlassungspapiere, ja, die mache ich fertig, alles klar, kriegen Sie nachher, tschüss. So. Zwei Stunden später oder anderthalb Stunden später durfte ich dann auch das Krankenhaus verlassen. Und das war ganz, also es war einfach ein ungutes Gefühl. Man muss dazu sagen, wenn irgendwas passiert wäre, ich wäre wieder hingegangen und hätte mich dann auch einweisen lassen, wenn es jetzt irgendwas gegeben hätte. Aber, ja, das ist schade, dass es so läuft. Aber ich muss euch ehrlich sagen, es ist in deutschen Krankenhäusern der absolute Klassiker. Leider. Deutsche Krankenhäuser, ne, sind einfach nicht mehr das, was sie vorgeben zu sein. Das ist einfach nur noch eine Massenabfertigung. Krankenhäuser oder das Gesundheitssystem allgemein wurde jahrzehntelang kaputt gespart und die Leute, die da noch arbeiten, sind frustriert, überarbeitet, gestresst. Und das soll jetzt keine Entschuldigung sein für das Verhalten, was man dem Commander Krieger gegenübergebracht hat. Aber das ist vielleicht ein kleiner Erklärungsansatz,
wo die Probleme noch liegen könnten. Klar, ist ein individuelles Problem auch der Ärztin gewesen, weil rein menschlich gesehen benimmt man sich so nicht. Ich wäre ausgerastet, sage ich euch ehrlich. Aber die eigentlichen Probleme, die liegen viel, viel tiefergreifender. Ne? Und da könnte ich ein ewig großes Fass jetzt aufmachen, was in Krankenhäusern falsch läuft. Wir würden heute, wenn wir 24 Stunden durchstreamen würden, zu keinem Ergebnis kommen. So viele Probleme gibt es in deutschen Krankenhäusern. Und es ist für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis das ganze System komplett kollabiert. Meines Erachtens nach ist es schon zum Teil kollabiert, aber das geht noch schlimmer, kann ich euch leider sagen. Und es wird auch noch schlimmer kommen. Klingt jetzt sehr pessimistisch, aber wie ich finde, ne, wie gesagt, lange in der Klinik gearbeitet, ich finde es sehr realistisch. Ich bin heute zum Neurologen, wir haben heute Montag, ich bin heute zum Neurologen gegangen, habe mich durchchecken lassen, habe ihm auch nochmal von dem Fall geschildert und er sagte, was wollen die denn? Sie haben alles gemacht, sie haben Blutverdünner, sie haben die Blutfettmedikamente, wie heißen die, Atorvastatin. Cardi Milo, vielen, vielen Dank. Atorvastatin ist aber kein Blutgerinner, das ist Fett-Dingsi. Atorvastatin, also ASS, Atorvastatin und Blutdruckmedikamente. Mit diesen Punkten haben sie schon alles getan, um den nächsten Schlaganfall komplett, das Risiko für den nächsten Schlaganfall komplett zu dämmen. Alles andere ist auch nicht ausgeschlossen, Freunde, aber das Risiko ist, wie er sagt, halt minimiert, das stimmt schon. Was auf dieser Stroke-Unit hätte gemacht werden können, hätte man direkt am Donnerstag machen müssen, als sie den Schlaganfall bekommen haben. Jetzt ist alles dafür schon viel zu spät. Klar, sollten sie jetzt irgendwie, was weiß ich, diese Tabletten absetzen und sie sollten den nächsten Schlaganfall kriegen, ist das der beste Ort, wo sie so einen Schlaganfall bekommen können. Aber jetzt gerade hilft ihnen diese Stroke-Unit gar nichts mehr. Das ist vorbei. Ja, sehe ich auch ein bisschen anders, weil die Klinik nimmt einen Patienten auf, der am gleichen Tag eine Sichtfeldeinschränkung hatte. Natürlich geht man dann davon aus, dass es da vielleicht noch eine transischämische Attacke gab oder dass es da vielleicht noch einen zweiten Schlaganfall gab. Man kann auch einen Schlaganfall bekommen, wenn man die Medikamente nimmt. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Und von daher fand ich es von der Klinik schon gar nicht so sehr verkehrt, dass man ihn auch nochmal hätte überwachen können. Die Art und Weise, wie man es gemacht hat, ist natürlich sehr fragwürdig. Ne? Aber ja, das ist auch wieder, wenn man 5 Ärzte fragt, kriegt man 7 Meinungen. Ne? Und das wird auch da der Fall gewesen sein. Ja, ne, für ihn wurde schon alles gemacht, sehe ich auch ein. Aber das Krankenhaus hat hier im Grundsatz, bis auf das Verhalten, nicht was falsch gemacht, muss ich mal erwähnen. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, Ihre Werte sind alle vollkommen in Ordnung. Blutwerte sind in Ordnung, Sauerstoff ist in Ordnung, CT-Werte sind in Ordnung, da haben wir gar nichts drauf gesehen. Also sprich, die konnten im Krankenhaus noch nicht mal was auf dem CT überhaupt erkennen. Selbst den eigentlichen Thalamusinfarkt konnten die nicht erkennen. Das konnte man nur auf dem MRT erkennen. Blutwerte sind in Ordnung. Ich habe auch keine Diabetes, wo ich sehr, 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 sehr dankbar darüber bin, dass dieser Kelch erstmal mir vorübergegangen ist. Erstmal. Ne? Ich habe auch nicht vor, das irgendwie jetzt noch zu bekommen. Alle Werte, die Adern sind frei, pipapo. Und dann sagt er, hinzu kommt, ich habe mir das MRT auch noch angeschaut, dieser subakuter, posterolateraler, lakunärer Thalamusinfarkt ist an einem sehr, sehr, sehr abgelegenen Gefäßzweig. Also nicht ein Hauptgefäß oder so. Also die Worte, ne? Man muss sich das 3-mal anhören, damit man es versteht, glaube ich. Wer von euch hat irgendwas Medizinisches studiert oder irgendwas Medizinisches gelernt? Weil man kann es theoretisch verstehen. Lateraler. Warte, ich will es nochmal hören, weil ich kann es, glaube ich, selber nicht zu 100% aufschlüsseln. Das MRT auch noch angeschaut. Dieser subakuter. Gut, subakut, das können wir, glaube ich, relativ einfach einschätzen, ja? Posterolateraler. Posterolateral, also etwas, was post, also nach etwas kommt. Und lateral ist halt seitlich gelegen, also nach einer Struktur seitlich gelegen. Lakunärer Thalamus. Lakunär, keine Ahnung, weiß ich nicht. Thalamusinfarkt ist an einem. Lakunär, was ist denn lakunär? Lakunär, habe ich noch nie gehört.
Aber ich bin auch kein Neurologe. Ich habe auch nicht lange neurologisch gearbeitet. Lakunär. Ich muss es einmal kurz wissen. Ausbuchtung, Gewebelücken bildend. Ah, lakunär. Okay, alles klar. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr abgelegene. Und nein, Chat, lakunär ist kein spezieller Käse. Lecker, lecker Käse. Gefäßzweig. Also nicht ein Hauptgefäß oder so, was betroffen ist, wo man sagen würde, okay, es käme vom Herzen oder irgendwie sowas. Alles ist top, alles ist in Ordnung. Das Einzige, was Sie jetzt erstmal brauchen, ist, dass Sie erstmal sich ein bisschen zur Ruhe nehmen, dass Sie sich jetzt nicht überhasst mit irgendwelchen... Nicole und Fiona, beide zum ersten Mal im Chat, moin moin. ...neuen Sachen. Gehen Sie ein bisschen spazieren, auch nicht so viel, fangen Sie langsam an. Steigern Sie das ein bisschen, vielleicht dann in einem Monat oder anderthalb fangen Sie an mit Fahrradfahren ein bisschen oder Schwimmen oder irgendwie sowas in dieser Richtung. Einfach, dass Bewegung in Ihrem Leben ist und dann gucken Sie, dass Sie von dem Gewicht runterkommen und dann versuchen wir, Ihren Körper erstmal zu resetten, dass Sie einen vernünftigeren, angepassten BMI haben. Und wenn das alles gemacht worden ist, also sprich, wenn dieser gesamte Mensch, der jetzt gerade vor mir ist, schon mal um einiges weniger ist, dann haben wir schon mal riesengroße Punkte und dann können wir gucken, wie das ist, wenn wir mit den Tabletten langsam die reduzieren. Genau, also ist das wirklich das Mindeste, was man tun kann, sind alle toxischen Einflüsse versuchen, bestmöglich auszuschließen. Ne? Das wäre Alkoholkonsum reduzieren, am besten natürlich nur Wasser trinken, klar, logisch. Andere toxische Stoffe wie Nikotin, Rauch, sei es Shisha, auch nikotinarme oder nikotinfreie Shishas oder Vapes sind auch nicht physiologisch für die Lungenbläschen, auch das ist im Prinzip ungesund. Versuchen Zucker, Industriezucker zu verhindern, ne? Ein bisschen mehr Obst und Gemüse, eine ausgewogene Ernährung und so weiter, ein bisschen Bewegung, Körperfett reduzieren, das sind so die Basics, die man immer machen kann, um nicht nur einen Schlaganfall vorzubeugen, sondern grundsätzlich, ihr könnt damit so viel vorbeugen. Herzinfarkt, Schlaganfall, Diabetes, irgendwelche neurologischen Erkrankungen, die es noch gibt, irgendwelche Gefäßerkrankungen, also der ganze Körper erholt sich, wenn ihr euch, ja, ich weiß, ich predige wieder Wasser und trinke selber Wein, aber wenn ihr euch da ein bisschen bewusster ernährt oder wenn ihr bewusster lebt, da könnt ihr schon ganz, ganz vielen Erkrankungen vorbeugen. Und so, bis dahin nehmen Sie die erstmal und das ist das Beste, was Sie machen können, dass Sie jetzt erstmal dort safe sind. Und jetzt haben Sie noch zwei Wochen und ein paar Tage, wo Sie nicht fahren dürfen. So lange besteht das nämlich, das Ganze. Er hat nämlich die ganzen Unterlagen, glaube ich, von der Ärztin gesehen und sagte dann, na, was sie da gemacht hat, kann er sich auch nicht erklären, wieso, weshalb, warum. Und machen Sie sich da keine Sorgen. Sie können nach Disneyland... Was von dem Gesagten hältst du selber ein? Erstmal Permaban? Nein, natürlich, das ist ja das Optimale. Das rät man einem immer. Ja, ich weiß selber, ich müsste mehr Sport machen, ich müsste mich auch gesünder ernähren, aber ich rauche nicht, ja. Und ich trinke, so gut es geht, kein Alkohol. Also, das klingt auch so doof. Ich trinke hin und wieder Alkohol, aber man soll es nicht übertreiben, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Ja, ich bin auch kein Perfektionist, was es angeht. Disneyland fahren, in zwei Wochen geht es nach Disneyland mit der Lebensgefährtin, was dann auch auf jeden Fall Erholung werden wird, wo dann auch ein bisschen Bewegung sein wird, wo wir euch auch mitnehmen werden im Livestream. Und ja, so sieht es jetzt aus. Dann kamen wir zurück zum Augenflimmern. Ich so, ja, aber woher kommt das Augenflimmern? Sagt er ganz ehrlich, das Augenflimmern hat überhaupt nichts mit dem Schlaganfall zu tun. Das ist ein blöder Effekt gewesen, dass das nebenbei gewesen ist. Ob das durch eine Migräne gekommen ist oder so, das können wir auf jeden Fall schauen. Dadurch, dass Sie jetzt diesen Termin bei mir sehr kurzfristig bekommen haben, aufgrund... Kann man ja auch nicht sagen, woher will der Neurologe oder wer auch immer mit ein paar Tagen Abstand sagen, ob das Augenflimmern jetzt von einem Schlaganfall kam oder nicht. Also, das kann dir halt for real keiner garantieren. Das kann sein, kann auch nicht sein. Dass man sagt, nee, kann auf gar keinen Fall davon kommen, finde ich, ja, ist halt auch nicht realistisch, oder? Und des akuten Problems und der Connections müssen wir mal gucken. Aber ich kann Ihnen auf jeden Fall sagen, das Augenflimmern hat nichts in keinster Art und Weise mit dem Schlaganfall zu tun. Nee. Unterschreibe ich dir so nicht. Es ist kein Indikator, kein Anzeichen oder irgendwie. Also Sie müssen jetzt nicht Angst haben, dass wenn die Augen flimmern, dass der nächste Schlaganfall kommt.
Nein. Das würde ich so nicht unterschreiben. Das kann nicht passieren. Natürlich könnten wir eventuell mit der Umstellung zu tun haben oder mit den Medikamenten zu tun haben. Sie können auf jeden Fall nochmal zum Augenarzt gehen, das Ganze abchecken, woher das Augenflimmern kommt, weil das, wie gesagt, mit dem Augenarzt auch auf neurologische Art und Weise nichts zu tun hat. Und diese Aussage hätte ich mir eigentlich aus dem Krankenhaus gewünscht. Geht aber nicht. Und ansonsten entlasse ich Sie jetzt erstmal. Sie sind für mich nicht Schlaganfall. Aber guck mal, diese Aussage hätte er sich von einem Krankenhaus gewünscht. Ja, aber das wäre ja gelogen gewesen. Wenn wir im Krankenhaus einen Patienten bekommen, der berichtet von Sichtfeldeinschränkungen oder Augenflimmern, wie auch immer, dann kann man nicht sagen, nee, Herr Krieger, das kommt auf gar keinen Fall von einem Schlaganfall, kann auf jeden Fall nichts Neurologisches sein. Ja, das wäre schlicht und ergreifend gelogen. Natürlich kann das was Neurologisches sein. Das hat wahrscheinlich weniger mit dem Schlaganfall zu tun, aber es ist halt auch nicht ausgeschlossen. So, wisst ihr, was ich meine? Es ist super, super schwierig. Ich meine, was willst du hören? Er will ja auch nicht angelogen werden. Fall gefährdet. Weiterhin. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Sie kommen in einem halben Jahr wieder. Wir gucken uns die Werte nochmal an. Wir behalten das Ganze jetzt mal im Auge. Sollte das mit dem Augenflimmern nochmal irgendwie kommen, rufen Sie an, melden Sie sich. Hier haben Sie meine Nummer. Pipapo, alles klar. Zacko, tschack und tschüss. Und das war eigentlich genau das, was mein Wunsch war, und so ist es jetzt gekommen, und das ist der aktuelle Stand. Ja, ich habe, wie gesagt, seit letzter Woche, also seit 11 Tagen oder seit 10 Tagen, trinke ich nur Wasser. Ich tracke mit Yazio, eine App fürs iPhone, tracke ich meine ganzen Lebensmittel, meine Schritte, meine Blutdruckwerte und den ganzen Sabrali. Ich habe seitdem im Durchschnitt 18 Gramm Zucker am Tag insgesamt gegessen. Ich sage ganz ehrlich, auf 0 Gramm Zucker oder weniger Gramm Zucker runterzukommen, ist sehr, sehr schwierig für mich. Es gab Tage, wo ich es geschafft habe, 5 oder 2 Gramm Zucker mal zu essen. Aber das schaffe ich aber auch nicht. Ich glaube, es war zumindest damals mal so, nach WHO, also nach Weltgesundheitsorganisation, ist eine Zuckereinnahme oder eine Ernährung mit Zucker in Höhe von, ich glaube, 20 Gramm noch okay. Alles darüber wäre, glaube ich, schon zu viel. Aber überall ist auch Zucker drin. Ne? Ist ja super schwer, das komplett auszuschließen. Und komplett frei von Zucker sich zu ernähren, ist, glaube ich, auch ja, irgendwie schon möglich bestimmt. Aber muss man halt auch nicht. Er hat ja vorher immer wohl nur Cola getrunken. Also wenn er am Tag irgendwie 300 Gramm Zucker zu sich genommen hat, dann reicht es ja erstmal, wenn man das Schritt für Schritt reduziert. Ich meine, man muss auf der anderen Seite natürlich keine 300 Gramm Zucker zu sich nehmen. Aber direkt auf null runter muss halt auch nicht unbedingt sein. Das waren besondere Ausnahmen. Gestern habe ich dann gesagt, ne, nachdem die 5 Gramm klatscht man sich in den Kaffee. Also wer Zucker in den Kaffee klatscht, ne, der hat Kontrolle über sein Leben verloren. Schreibt jetzt gerne schon mal als Algorithmus-Kommentar, wer trinkt seinen Kaffee mit Zucker. Ja, gerne mal rein in die Algorithmus-Kommentare, weil wenn ihr euren Kaffee mit Zucker trinkt, dann müsst ihr auch dringend mal zum Neurologen. Geht gar nicht. Nach dem Ganzen war ich ein bisschen mehr gesündigt und habe, ich glaube, 38 Gramm oder 37 Gramm Zucker zu mir genommen. Mit 2 Maracuja-Saftschorlen, was für mich schon sehr viel war. Und bin richtig mutig mit einem Wrap auch noch durchgestartet. Es macht mir Spaß, diese Umstellung zu haben. Ich habe mich ans Wasser einigermaßen gewöhnt. Die ersten Tage mit dem Zuckereinzug waren hart. Ich habe Kopfschmerzen gehabt, richtig harte. War auch vielleicht ein bisschen. Das klingt super hart, aber Industriezucker ist wie eine Droge. Wenn du quasi abhängig bist, jeden Tag dir Zucker zuzuführen, weil du sonst schlechte Laune bekommst, weil du sonst irgendwie müde wirst, weil du sonst Kopfschmerzen bekommst, dann ist es wie eine Droge. Und das ist super schwer. Und er schildert genau das, was ich immer in einer Diät durchmache. Ja? Wenn ich einmal im Jahr eine Diät mache, die nie erfolgreich ist, weil ich einfach keinen Willen gefühlt habe, dann habe ich auch immer Kopfschmerzen. Ja? Bisschen ungenießbarer und so, aber über vieles bin ich schon hinweg. Ich habe mich am Wasser theoretisch schon so gewöhnt. Klar, ab und zu so ein bisschen was Leckeres trinken, wie einen Tee oder so. Oder ein Holy. Holy hat ja, wie ihr wisst, ja keinen Zucker, sondern nur Süßstoff. Das kann man auch machen, ja. Habe ich so Teekanne. Also Commander Krieger, wann Placement mit Holy? Eine karibische Mango für mich entdeckt. Das schmeckt mir ganz gut. Natürlich ist da kein Zucker drin.
aber ja. Fügen Sie jetzt bitte Ihr Holy Placement ein. Das wäre perfekt für Holy gerade. Es geht. Sagen wir es mal einfach so. Ne? Und das muss man einfach finden. Es gab auch viele, die gesagt haben, trinke hier Cola Zero und so. Nee, das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht. Ne? Was weiß ich, wenn ich jetzt mal so, wie gesagt, wir waren gestern essen, da habe ich mir eine Maracuja-Saftschorle gegessen und versuche dann auch schon sehr darauf zu achten, was ich esse, im Bereich Low Carb oder so reinzugehen, wenn es möglich ist. Aber da waren die Maracuja-Saftschorle, die ich mir einfach mal gegönnt habe, ne? So dieses Sündigen. Aber wichtig ist dann halt einfach, dass ich halt überwiegend und vorwiegend und hauptsächlich Wasser trinke. Das habe ich bisher durchgehalten. Das werde ich auch weiterhin durchhalten. Und so geht es jetzt erstmal weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall für euren ganzen. Genau, er macht das ja schon richtig, ne? Und ich finde es gut, dass er das so ernsthaft angeht, dass er auch was verändern möchte. Und klar, Light- und Zero-Produkte sind auch nicht gesund. Aber guck mal, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag nur Wasser trinkt und man hat aber mal Bock auf was, was zumindest ein bisschen süß schmeckt oder was mal ein bisschen Geschmack hat, dann wäre Holy auf jeden Fall eine Alternative. Da gut, er trinkt jetzt eine Maracuja-Saftschorle, das hat auch ultra viel Zucker. Ja, kann er ja machen, wenn er sonst reduziert, ist ja auch okay. Natürlich haben Zero-Produkte auch Nachteile, das sage ich auch immer wieder. Deshalb, es gibt nichts Gesünderes, als schlicht und ergreifend Wasser zu trinken. Nur wenn du halt mal Bock hast, dann ist besser, anstatt 3 Liter Cola lieber vielleicht 1 Liter Hydration oder so zu trinken. Ganzen Support für die ganze Liebe. Ich gebe sie euch zurück und hoffe, euch geht's gut. Gut Schuss, bis zum nächsten Mal, euer Commander. Bis zum nächsten Mal. Ja, war ein gutes Video. Kommt da noch was? Denn so leicht lässt sich ein Krieger nicht unterkriegen. Ja, stabil. Sehr, sehr gutes Video, wie ich finde. Hat ein bisschen wenig Aufmerksamkeit bekommen, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Lasst ihm gerne mal ein Like da. Wir wünschen ihm natürlich nach wie vor gutes Gelingen bei seiner Diät und seiner Ernährungsumstellung und viel, viel, viel Gesundheit. Er ist noch ein sehr, sehr junger Mensch und von daher ist ein Schlaganfall in dem Alter schon was sehr Einschneidendes und von daher muss er in seinem Leben was verändern, sonst wird er ehrlicherweise nicht besonders alt. Lasst mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare stehen. Schreibt als Algorithmus-Kommentar gerne mal, was schreiben wir? Haben wir nicht vorhin schon was gesagt für einen Algorithmus-Kommentar? Naja. Schreibt mir gerne mal, gute Besserung als Algorithmus-Kommentar in die Kommentare und damit würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.